Aber da kommen wir genau an diese Stelle, wo es sehr interessant wird, wo ich denke, da würde vielleicht sogar eine Leitwährung weltweit wirklich Sinn machen, dass man ein gewisses Gefühl für Wert bekommt, weil ich kann mir vielleicht nicht irgendwann ein Gefühl für einen Wert von 500 verschiedenen Token und Assets bekommen. Also heute weiß ich in etwa, was kann ich mir mit einem Schweizer Franken oder mit einem Euro kaufen. Aber was passiert, wenn ich in meiner Tasche Dollar, Yen, Schweizer Franken, Euro alles drin habe und dann irgendwo stehe und sage, oh ja, wie ist denn jetzt, was ist wie viel wert, wie steht das im Verhältnis? Das ist sehr schwierig. Also ich glaube eher, dass wir irgendwann eine Leitwährung haben und dass alles andere einfach daran bemessen werden kann, sodass ich immer ein Gefühl habe, wie teuer ist das, was ich da gerade habe? Und womit ich dann im Endeffekt bezahle, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber es wird letzten Endes von der Leitwährung abgezogen. Siehst du so einen Fall als realistisch? Es ist schon ein bisschen schwierig für mich, weil ich sehe dann keinen Fortschritt. Aber du hast Okay. natürlich recht, weil ich sehe zum Beispiel, ich stehe dem Euro ziemlich kritisch gegenüber, vielleicht auch wieder, weil ich Schweizer bin. Aber ich muss ehrlich sagen, als der Euro eingeführt worden ist, ich meine, früher war ich in Italien, habe mit Lira bezahlt, in Deutschland mit D-Mark und ja, alles das, oder? Und mit Schilling dann in Österreich. Und als der Euro kam, musste ich selber von mir aus sagen, das ist super, weil ich brauche nur noch Euro. Kann ich irgendwie in meine Nachbarländer reisen und brauche nur Euro, sonst nichts. Also das ist natürlich schon cool, aber trotzdem für mich ist dann ja irgendwie, dann haben wir wieder dasselbe System, irgendwie ein stabiles Ding für überall. Und ich meine, dass in Italien sag mal, das gleiche Lebensmittel nicht gleich teuer sein kann wie jetzt in Norwegen oder Schweden, weil es da vielleicht transportiert werden muss und anders hergestellt wird und von weiter herkommt und so, da muss es dort teurer sein. Ich stelle mir eher so vor, dass zum Beispiel der Händler sagt, hey, ich habe ein Projekt oder irgendwie was im Laufen und für das brauche ich diesen Coin oder diesen Token. Und jetzt möchte ich einfach, dass wenn die Leute bei mir in den Laden kommen, sollen die mit diesem Token zahlen. Und das macht dann aber die Wallet automatisch. Und du hast dann trotzdem, du hast schon absolut recht, weil irgendwie muss ich ja einen Wert haben. Ich muss ja sagen, das hat Kaugummi kostet eine Einheit, zum Beispiel. Was auch immer diese Einheit dann ist. Wie im Science Fiction immer Credits, ja, sind immer Credits. Ja, ich glaube eben nicht, dass das Science Fiction ist. Nee, aber Sondern. in Science Fiction ist das digitale Geld immer Credits, so bei Star Wars und so sind es immer Ja. Credits. Ich habe mal einen Film gesehen, da hast du mit der Lebenszeit bezahlt. Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran, hatten die Das ist ein so. krasser Film gewesen, irgendwie. Hat mich ziemlich nachdenklich gestimmt, weil das Wertvollste, was wir schlussendlich haben, ist nicht Geld, sondern unsere Zeit. Wobei auch die relativ ist, ne? Ja, natürlich, klar, ich meine, Ja. ja, schon. Aber ja, ist schon so, wir brauchen ein Wertesystem, wo wir uns daran orientieren können. Siehst du, Ja. das darf nicht jeden Tag schwanken oder stündlich schwanken, Ja. das Also ich ist kann mir schon. vorstellen, dass ich in Schweden vielleicht mit meinem Schweden-Coin bezahle, aber trotzdem im Hintergrund vielleicht den Schweden-Coin in dann vielleicht Bitcoin umrechne, um ein Wertegefühl zu haben. Also das kann ja sein, dass ich in einem anderen Land unterschiedliche Wertgefüge habe und trotzdem die gleiche Währung irgendwo habe, die das alles stützt, das System. Aber es ist noch sehr weit weg und sehr abstrakt, also da kann vieles Ja, passieren und das ist natürlich auch schon. nur Mutmaßung und Spekulation an dieser Ja. Stelle. Ich sage immer, ist mir eigentlich schlussendlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich es noch erlebe, irgendwie in einer Form, dass ich da irgendwas sagen kann mit 80 oder so. Ha, früher, da waren wir noch bei den Ersten und so, da haben uns alle ausgelacht und jetzt macht ihr alle das, was ihr damals gesagt habt. Wir Ja, sind das wäre schon Pioniere, cool. ne? Das ist ein Ja, schönes und Gefühl, oder? Nicht, wenn da irgendwie alles ganz anders ist und überhaupt nicht so gekommen ist, wie wir jetzt das hier philosophieren, das wäre schon ein bisschen schade. Das wäre schade und ich glaube Ja. aber auch dann wäre es krass. Also, wenn man sich dann immer zurückdenkt und so, ah, wisst ihr noch, früher Bitcoin, das waren noch Zeiten. Ja. Ja. Nee, aber ich bin überzeugt, dass die Blockchain, Krypto größer ist als das Internet. Also bin ich davon überzeugt. Ich Ja. glaube, die Veränderung für diesen Planeten wird gravierender sein, als die, die das Ja. Internet an sich gebracht hat. Das glaube ich auch, ja. Auch auf was Recht und Unrecht angeht und Gleichheit im Wohlstand und so Sachen. Also das sehe ich auch definitiv. Ja. Eine Frage, um nochmal so ein bisschen auf dich zurückzukommen, weil da sind wir so ein bisschen drüber hinweggekommen. Das wollte ich eigentlich noch gefragt haben. Was bedeutet Top G Business? Also TOBG ist eigentlich die Abkürzung. Ich habe damals
Ende 2016 eine Firma gegründet und habe keine Ahnung gehabt, wie ich die nennen soll. Und dann bei uns muss ja immer der Nachnamen drin sein, wenn du eine Einzelfirma hast. Und G steht für German, das ist mein Nachname. Ah, okay. Und T steht für Teaching und das O für Online und B für Business. Teaching Online German Business. Also Teaching und Online-Business German. Ah, okay, alles klar. Ja, genau. Ah, okay. Und was war deine Intention, 2017 Krypto-YouTube zu machen? Nur noch schnell zum TOBG. Also ganz am Anfang wollte ich es eigentlich Trading und Online-Business German nennen, weil ich wollte da traden. Sei froh, dass du es nicht getan hast. Ja, ich hab da mal eine Ausbildung gemacht, 9 Monate lang. Dann habe ich gemerkt, da gehst du kaputt. Das ist nicht für mich. Echt, hast, 9 Monate hast du da wirklich ein Ja, ich habe bisschen. eine Ausbildung gemacht, ja. Es ist ein Online-Kurs oder bist du da wirklich irgendwo in einem Büro hin oder wie läuft das? Nee, es war online, so über Skype. Und da war wirklich, ja, da war ein Teacher und er hat uns recht getrimmt und war ziemlich harte Schule, aber eine gute Schule. Vor allem nicht unbedingt fürs Handwerkszeug, so Chartanalyse und so, Marktanalyse, sondern mehr für das Psychologische. Das ist fast 90% gewesen. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt beim Trading. Ja. Hast du schon mal erfolgreich getradet über einen längeren Zeitraum? Nee. Ja, ich auch nicht. Also ich ein bisschen damals, aber nicht so. Ich muss auch sagen, ab einem gewissen Punkt kommt man auch immer dahin, dass man merkt, okay, es lief jetzt so gut. Und dann probiert man was aus mit ein bisschen mehr und merkt, oh, das funktioniert jetzt nicht so gut. Und dann hast du so viel Arbeit. Das Problem ist, wenn du erfolgreich traden willst, das ist wie zum Beispiel Profi-Gamer, Profisportler. Wenn du gut sein willst in irgendwas, dann musst du da wirklich deine ganze Lebenszeit reinstecken. Und es ist, oder zumindest viel deiner Lebenszeit. Und ich finde, Traden ist für mich einfach viel zu langweilig. Wenn man da den ganzen Tag vorsitzt und nur auf diesen Chart schaut, da, also ich werde da bescheuert. Also es mag der ein oder andere, für den ist das super und dem sei das auch gegönnt. Und der mag da auch super profitabel mit sein. Ich wette, dass 99,5% der Leute da draußen, wenn nicht mehr, A, nicht erfolgreich beim Traden sind und B, auch selber keinen Spaß hätten, das wirklich 16 Stunden am Tag zu betreiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja auch, ist ja auch bewiesen, dass mindestens 95% nicht erfolgreich sind. Ich meine schon nur das. Musst du dir ja immer sagen, kann es sein, dass ich zu diesen 5% gehöre weltweit? Die nächste Frage ist auch, selbst wenn du zu denen gehörst, ja, und beim Traden muss man auch noch was sagen, selbst wenn du zu denen gehörst, was ist die Kehrseite der Medaille? Weil eigentlich verdienst du Geld dadurch, dass andere Geld verlieren, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch immer so ein Ja. Thema. Ist schon ein schwieriges Business, wenn man es so sehen möchte, ne? Auf jeden Fall. Ja, das ist nicht einfach, das stimmt. Also lieber passiv, lieber mich für die Technik einsetzen, für die Adaption, das bringt mir schlussendlich, also rein vom Gefühl her, viel mehr als da stundenlang in den Screen zu schauen, was ich ja eigentlich auch tue, aber nicht immer Charts anschaue. Also. Ja. Was war der Grund für deinen Kanal damals? Wo hast du gesagt, so, jetzt mache ich YouTube? Ist eine gute Frage. Ich glaube, das war damals wirklich so die Videos von Julian auch. Der hat ja früher angefangen noch. Und ich habe einfach gesehen, dass er eben die Leute da aufklärt und so. Da war ja noch nichts mit eigener Firma und so. Da hat er wirklich so 5 Minuten Videos gemacht und erklärt, was da so geht und wie das funktioniert. Da habe ich einfach gemerkt, ja, irgendwie, ich bin komplett fasziniert von Krypto, Bitcoin und Co. Und wenn ich auch mit anderen Leuten spreche, dann sie haben keine Ahnung, aber der Nachbar kommt dann doch und sagt, hey, komm, ich brauche jetzt einen Bitcoin, weil der steigt. Die kommen ja immer dann, die kommen ja nicht, wenn es tief Kommt ist. immer im falschen Moment, ne? Genau, und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, dann brauchst du ein Wallet, ja, warum, interessiert mich nicht, ich will einfach einen Bitcoin. Und da habe ich einfach gesagt, nee, kannst du nicht, weil dann verlierst du den irgendwann und da weißt du gar nicht mehr, dass du den hast Private Key verlegt und ja, dann war es das. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache einen YouTube-Kanal und möchte eigentlich die Adaption fördern, weil ich eben überzeugt bin davon und den Leuten erklären, wie sie was machen müssen, damit sie sicher unterwegs sein können in diesem Space. Und je mehr der Preis gestiegen ist, desto
Ja, krasser war es natürlich dann mit diesen ganzen Betrügern und Scammern, die die Leute über den Tisch ziehen wollten. Und ja, ich meine, wenn es um Geld geht, dann glauben die Leute sehr schnell vieles und investieren. Und dann habe ich dann auch ein bisschen versucht, dagegen zu steuern. Bin selber auch in zwei, drei Geschichten da reingeraten, weil ich auch so Kollegen gehabt habe, denen ich vertraut habe. Ja, da habe ich dann auch viel gelernt und habe gedacht, so, das muss jetzt einfach über YouTube, weil dann erreichst du vielen Menschen und ja, so kannst du eigentlich vielen hoffentlich helfen, dass sie eben nicht dasselbe passiert wie jetzt mir oder Dann wie ist viele der, und dann ist der Space eskaliert. Ich habe gesehen, deine meistgeklickten Videos, teilweise damals noch Anleitungen zu Binance und so, haben anderen. teilweise 80.000 Aufrufe. Das ist ja unfassbar, ne? Wenn das Ich bin mal ja auch damit. schon alt. Ja. Ja. Wenn man das mal damit vergleicht, was heute in dem Space so los ist an wirklich Leuten überhaupt noch, die da sind, man muss halt immer verstehen, du hast ja auch immer nur deutsche Videos gemacht. Also es war jetzt nicht so, Ja. dass das irgendwie englische Zuschauer gewesen wären. Also 80.000 für den reinen Dachbereich ist unfassbar viel. Ganz Also muss viel, dann ja. für ein Crypto-Space, wenn man heute seine 10.000 Aufrufe macht, dann ist ein gutes Video gewesen. Also das muss man mal überlegen, ne? Und dann 80.000, das sind ja krasse Zahlen. So, wie war das für dich? Ich meine, wenn du so anfängst mit, ja, jetzt erkläre ich den Leuten mal ein bisschen was und auf einmal so ein Sturm losgeht, was hat das in dir ausgelöst? Also ich muss ja dazu sagen, dass ich die ersten, glaube fast 2 Monate, habe ich immer so gerungen, soll ich ja weitermachen oder aufhören, weil ich hatte kaum Viewer, kaum Abonnenten. Und du kannst wirklich den Chart anschauen für Bitcoin und dann siehst du, wie es dann beim Kanal hochgeht. Also es geht wirklich mit dem Kanal rauf und runter. Wobei runter geht es kaum. Aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass viele Leute nicht aufräumen, sage ich mal. Dass viele Leute, die haben ein Abo und das haben sie einfach und das deabonnieren sie auch nicht. Ich sehe das ja auch bei dir. Bei dir geht ja das wirklich schön steil nach oben. Du hast ja auch super professionell Content. Und ja, und in der Zeit bei mir jetzt nur 18, 19, da ist das Ganze eigentlich stagniert. Ja, wobei ich da aber auch sagen muss, ich sehe das ähnlich wie du. Ich beobachte auch so ein bisschen den Space an sich und welche Kanäle wirklich abgehen und so. Häufig ist es der Bild-Zeitungs-Content, der wirklich krass Ja. abgeht, wo man wirklich sagt, okay, da ist relativ wenig Informationsgehalt oder eigentlich das gleiche Gewäsch, was man schon bei den einschlägigen Twitter-Accounts oder so gesehen hat, was irgendwer gepostet hat. Und das ist dann so dieser Genau. Content, der wirklich viel geklickt wird. Das ist ja gar nicht unser Ansporn. Also ich glaube, wir könnten beide viel, viel mehr Klicks machen, wenn wir viel, ich sag mal, einfacheren und vielleicht leichter verdaulicheren Content machen würden. Aber das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Ich glaube, was, und das ist auch der Grund, warum ich heute hier mit dir überhaupt spreche, weil ich dir auch einfach meinen Respekt zollen möchte und zeigen möchte für das, was du da leistest. Weil ich ganz oft sehe ich Videos von dir und du bist, glaube ich, so ziemlich der einzige deutschsprachige Krypto-YouTuber, den ich überhaupt schaue, glaube ich. Und jetzt, falls ich da irgendwen vergesse, bitte nicht böse auf mich sein. Aber ich gucke generell eigentlich sowieso gar keinen Krypto-YouTube. Und wenn ich aber mal wen schaue, dann bist das meistens du. Und dann sehe ich so, dann machst du Videos, wo dir einfach irgendwas auf der Seele brennt, wo ich denke, krass, das ist dem Patrick gerade einfach wichtig, das möchte er den Leuten jetzt mitteilen. Und dem ist auch egal, ob das jetzt irgendwie 500 oder 1500 oder 5000 Aufrufe hat. Du möchtest den Leuten das einfach sagen und das brennt dir auf Genau, der ja. Seele. Und das ist etwas, da wirklich ein riesen Respekt dafür, einfach auch das so durchzuziehen und auch zu sagen, ganz ehrlich, das geht, also ich glaube, ich kenne dich natürlich nicht, aber ich schätze dich, also man lernt ja die Person auch so ein bisschen kennen, wenn man die Videos schaut. Und ich glaube, du kannst ja mal sagen, ob ich damit richtig liege oder nicht. Ich glaube, du weißt oder schätzt auch, und das tue ich eben auch, dass es auch alles wieder hochgeht, der ganze Space, und dass dann auch Klicks und alles zurückkommt, aber dass du jetzt die Zeit auch einfach für die Leute nutzt, die die ganze Zeit treu da gewesen sind, mit dir diesen Weg gehen und denen auch einfach den Content lieferst, den sie von dir gewohnt sind. Kann das sein, dass es so ein bisschen, dass Ja, du. also ich kann ja das Kompliment eigentlich nur zurückgeben zuerst mal. Also ich schaue praktisch auch, wenn ich ein deutsches Video schaue, dann ist sicher deins dabei. Oh, danke Also schön. praktisch alle Videos. Selbst ich habe hab selbst das Hornet-Video, wo ihr zusammen, Basti und du, den Hornet-Node aufgesetzt habt, habe ich geschaut, obwohl ich den schon lange aufgesetzt habe.
Krass, danke schön. Einfach, weil ich einfach cool finde, wie du das machst. Also ist einfach nur genial. Und ja, also es ist schon so, also natürlich Klicks und Likes, das freut mich. Das muss ich wirklich sagen. Aber ich mache nie, ich habe glaube noch nie ein Video gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, gibt es viele Klicks. Und mir haben auch schon andere gesagt, hey, wenn du YouTube-Videos machst, analysiere das. Weshalb schauen die Leute? Woher kommen die Leute? Welche Altersgruppe? Und da musst du optimieren, dass du mehr Klicks bekommst. Da habe ich gesagt, ist mir egal. Ich bin so, wie ich bin. Ich möchte das rüberbringen, dass, was ich denke, dass das der Adaption hilft. Und dann passt es für mich. Und wenn ich da was zwingen muss, sage, ja, okay, ich mache jetzt, weil das bringt viele Klicks, dann stimmt es nicht. Und dann glaube ich auch nicht, dass ich authentisch rüberkomme und dann nützen mir die ganzen Klicks gar nichts. Ja, und genau das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das Thema wichtiger ist und ich glaube auch, dass gerade alles, was immer so hypt, und das sehen wir auch beim Crypto-Space, ich meine, Bitcoin ist ein tolles Asset, keine Frage, ja, wirklich auch eine tolle Technologie, aber Hype 2017, unmenschlich schnell gestiegen und genauso schnell wieder gefallen. Klar, es erholt sich langfristig wieder und so, aber ich glaube auch, einen soliden Content machen, wo es auch mal wenig Klicks gibt oder sonst was, ist von Bestand, wenn man vor allem ehrlich und sich selber treu bleibt dabei. Und das ist das Wichtigste, was wir eigentlich so vermitteln können. Und ja, das kann ich einfach auch so sagen, dass ich habe nur bei dir noch nie ein Video gesehen, wo ich gesagt habe, so, wow, krass, das finde ich aber nicht so cool, dass er das gemacht hat. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie du auch 2017 dir da schon dich da schon so daran gehalten hast. Also mit Sicherheit, man macht ja auch immer mal Fehler, ne? Ich glaube, kein Mensch ist fehlerfrei. Ja, ja. Das wäre auch das ist so, ja. Und das ist ja auch jedem verziehen, denke ich, sofern man natürlich aus seinen Fehlern lernt und so weiter. Aber ich finde halt, 2017 hast du definitiv auch zu der Zeit zu einem der wenigen gehört, die man da schauen konnte, weil da, das war zum Beispiel mein Ansporn für den Kanal. Ich fand, dass YouTube gewirkt hat wie eine riesen Werbeveranstaltung und zwar nicht für Bitcoin und coole Sachen, sondern für alles das, was den Präsentierenden gerade möglichst reich macht. Und da habe ich einfach gesagt, so, okay, irgendwie ist das eine riesen Shitshow hier. Da muss mehr qualitativer Content her. Und da habe ich einfach gesagt, so, jetzt fängst du einfach an. Und mein erstes Video war damals, dass ich über die Steuerthematik geredet habe, wo ich mir nicht mal so sicher bin, ob ich das hätte so tun dürfen. Aber ich habe das einfach gesehen, wie die alle am Traden sind und habe mir nur gedacht, ey Leute, wisst ihr eigentlich, dass ihr jedes Mal, wenn ihr von A nach B geht, eigentlich einen steuerlichen Vorgang habt? So. Und mir war es einfach wichtig, da einfach mal drüber aufzuklären. Ja, und so ist es eigentlich angefangen. Und ja, ich kann das halt schon nachvollziehen, wenn man so einfach startet und auf einmal kommt der Erfolg. Aber was du gerade sagtest mit den ersten Monaten, das hatte ich auch. Und das ist auch normal, glaube ich, wenn du von nichts startest. Das ist normal, ja. Hattest du vorher schon eine Online-Präsenz in irgendeiner Form? Nee. Also auch aus dem Nichts gekommen quasi. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Weißt du, was ich noch schwierig finde? Mein Ziel ist ja, dass ich eigentlich nur noch YouTube-Videos mache, also natürlich nicht 24 Stunden, weil ich ja die ganzen anderen Dinge noch tue, aber dass ich quasi mehr oder weniger von dem leben kann. Und wenn du so anfängst wie ich, dass du einfach alles erklärst, du hast nie einen Reflink, nichts da, und dann weißt du einfach, okay, es geht nicht anders, weil das wissen wir ja beide, von YouTube-Werbung kannst du niemals leben, also nicht in unserer Größe, da brauchst du Millionen von Zuschauern, von Klicks. Und dann überlegst du dir, was mache ich, damit ich was verdienen kann, damit ich mich mehr um das kümmern kann, mehr um die Community, noch mehr Videos, noch mehr Content mache, Mehrwert bringe, ohne dass die Leute, die dich schätzen, weil das nicht so ist, bei dir bleiben. Mhm. Ja. Das ist wirklich schwierig. Und jedes Mal, wenn ich so ein Video mache, jetzt Crypto.com ist zum Beispiel was, da habe ich ja eine Partnerschaft. Und die ersten Kommentare waren dann wirklich, ja super, jetzt kann ich das Abo löschen, das ist jetzt nur noch eine Werbeveranstaltung und so. Da ist auch etwas, was man darüber stehen muss und sagen, hey Leute, ja, ich gehe jetzt auch nicht hin, ich gehe mich jetzt nicht rechtfertigen, wieso ich das mache, wobei ich das ab und zu im Video ja auch erkläre. Aber muss ich halt sagen, ja, die gehen eben. Und die anderen, die das schätzen, was ich mache, die gehen, können auch mit dem umgehen. Für die ist das auch in Ordnung. Weil ich sage dann immer, ja, geht irgendjemand da draußen kostenlos arbeiten, sagt seinem Arbeitgeber, weißt du, mir gefällt das, was ich mache, du musst mir keinen Lohn bezahlen. Meine ich so. Aber das Problem ist ja, du hast es vorhin genau gesagt,
Der größte Teil in diesem Space sind Werbeveranstaltungen mit Reflinks. Und wenn du halt dann auch sowas machst in der Richtung, dann wird nicht unterschieden, ist das vielleicht seriöser oder nicht. Ich will da jetzt nicht behaupten, dass das alles super seriös ist, aber ich mache nur Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie seriös sind. Aber eben das Licht, was schon darauf geworfen wurde, das wirft ja dann auch auf uns, das strahlt auch auf uns, wenn wir das machen. Das habe ich auch bei dir gemerkt mit Bitwala. Hast du da am Anfang genau gesagt, weshalb du jetzt mit Bitwala das machst und das halt auch einblendest und so. Da habe ich gesagt, super, ja, genau, weil anders geht es einfach nicht. Und man muss dazu sagen, weil, wie du das gerade ansprichst, ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Ich finde, das ist mit das Schwierigste, da das Bewusstsein bei der Community zu schaffen, das zu differenzieren. Was zeigen wir der Community und warum zeigen wir das? Es ist zum Beispiel nicht so, dass ich Bitwala zeige, weil ich dafür bezahlt werde. Es ist so, dass ich Bitwala vorher schon gezeigt habe und da gab es mit Bitwala nicht mal eine Absprache in irgendeiner Form. Ich habe das gezeigt, weil ich das Produkt gut fand. Und danach sind Bitwala und ich zum Beispiel in ein Gespräch gekommen und die haben gesagt: Ey Roman, krasses Video, sau cool und so. Und dann habe ich die angeschrieben, also ich habe dann gefragt: Hey, sollen wir unsere Partnerschaft ausweiten? Da haben die gesagt: Klar, was kannst du dir vorstellen? So ist das Ganze losgegangen. Und das habe ich gemacht, weil ich von diesem Service überzeugt bin, so wie du das von den Dingen ja auch bist, die du zeigst. Ja, Und genau. dann sehe ich aber im Umkehrschluss einfach auch Leute, die, wie du das gerade beschrieben hast, dann meckern und sagen: Ja, wie, was eine Werbeveranstaltung hier. Und im nächsten Moment beim nächsten YouTuber sind, der Bybit chillt und sich dann freuen über die 70 Euro, die sie bekommen, wenn sie selber 500 reinstecken und die innerhalb von 20 Sekunden mit einem 30er Hebel verzocken. Und dann denke ich mir: Ja, what the fuck, so. Und was meint ihr, warum die Person so wenig Werbung macht, die da steht, oder so wenig mehr Werbung machen kann? Weil das sind, also ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Ich habe 3 Videos oder so in meinem Leben gemacht, da habe ich damals BitMEX gezeigt. Und ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 20 Leute geworben und ich habe eine Monatseinnahme von 0,1 Bitcoin gehabt, zu einem Zeitpunkt, wo Bitcoin 10.000 Dollar wert war. Das ist krass, ja. Das sind 1.000 Dollar bei 20 Personen. Bei Videos, wo ich BitMEX nur nebenbei gezeigt habe und dazu gesagt habe: Mach das nicht, ich halte das für Mist. Und dann habe ich immer gedacht: Boah, das kannst du nicht machen, das ist opportunistisch, zu sagen, das ist Mist und trotzdem Reflink zu zeigen. Und mir war auch klar, die 20 Leute sind nicht solche Profi-Trader, dass ich deswegen 0,1 Bitcoin im Monat verdiene. Ich habe sofort alles eingestellt, Videos offline genommen, den Link rausgenommen, weil ich gemerkt habe: Das kannst du nicht machen, das kannst du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dass die Leute, die da draußen sind, die sehen das nicht. Die sehen diese Differenzierung nicht, dass wenn wir etwas zeigen, das aus einer gewissen Überzeugung machen und nicht, weil wir daran bereichern. Wir könnten ganz andere Sachen machen mit unserer Reichweite. Da bräuchten wir nie wieder arbeiten gehen. Das machen wir ein halbes Jahr lang und dann können wir uns absetzen gehen. Ja, wie ist das für dich, wenn, oder was sagst du, wie kann das in Zukunft besser kommuniziert werden, dass die Leute das Bewusstsein bekommen, dass das, was man tut, eben nicht dafür da ist, um dich zu bereichern? Was muss man ja auch dazu sagen, die Sachen, die wir zeigen, die machen uns ja nicht reich. Das ist einfach nur ein ganz normaler Verdienst, wenn man so möchte. Und das ist ja jetzt nicht exorbitante Gewinne oder so. Und wie gehst du damit um, wenn sowas passiert wie jetzt, wenn dann ein Partner des Partners, den du hast, auf einmal das Business zusammenbricht, Wirecard? Wie gehst du damit um? Weil dann steckst du auf einmal in dieser Zwickmühle, dass die Leute sagen: Ja, wie, erst bewirbst es und dann bricht das Ding auch noch zusammen. Ja, toll, du bist ja ein toller Typ. Hast du das etwa nicht geprüft, was bei den Partnern wie Wirecard in den Bilanzen abgeht? Na, sag mal. Genau. Ja. Nee, das ist natürlich klar. Also das ist ein doofes Gefühl erstmal. Aber genau, wenn du sagst, hey, neue Partnerschaft, machst du Videos, erklärst alles und dann 2 Wochen, 3 Wochen später ist die Karte weg. Ist ja Ja. nicht weg, die kommt ja wieder, aber ich meine, wir wissen nicht, wer, nicht wann. Ja. Und das Einzige, was ich dann machen kann, ist das, was ich gemacht habe, die Leute auf dem Laufenden halten, wie der Stand ist, wie der Status ist, was geht. Dazu fühle ich mich dann auch verpflichtet. Blöder wäre es gewesen, wenn Crypto.com weg wäre. Das wäre dann wirklich schlecht gewesen. Aber so muss ich sagen, ja, Leute, es ist nicht Crypto.com, es ist Wirecard. Und da haben wir Virex dahinter, da haben wir Curve zum Teil dahinter, da haben wir Tenex, da haben wir Tenex, ich ganz wollte es viele gerade Sachen. Ich sagen. meine, Tenex ist natürlich zweimal Die haben jetzt, beschissener, habe ja, ich gesagt. Aber die hatten das ja schon. ja, also für die dachte ich auch so: Oh Gott, Ach jetzt du ist. Grüne.
Also ich würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde aufhören. Sagen, was ein Zeichen. Nee, Ja. aber auch so, ich bin froh, hat dann wirklich auch die Crypto.com, auch der CEO so reagiert, wie er eben hat, sehr früh kommuniziert, hält die Leute auch auf dem Laufenden, sagt Klartext, was ist. Und vor allem, dass die ganzen Guthaben von den Karten innerhalb von 24 Stunden zurückgebucht worden sind. Dank Krypto, sind wir mal ehrlich. Wäre das wirklich auch Fiat gewesen, dann hätte das einen Prozess nach sich gezogen, der da Wochen gedauert hätte. Oder Aber dank Monate oder Krypto, Jahre, ja, also. ja, also gut, ich meine, die Guthaben sind ja nicht bei Wirecard. Also es wäre dann schon ein paar Wochen gegangen. Aber so kannst du natürlich einfach dank Krypto eben auch sagen, hey, wir haben zwar Fiat-Guthaben, aber wir können von Crypto.com hingehen und sagen, wir geben dir ein Stablecoin dafür. 1:1. Ja. Ich denke, das ist ja auch was, was das Vertrauen schafft, weil in der Krise siehst du erst, ob jemand seriös ist oder nicht. Das ist Und ich so. denke, das ist hier bis jetzt bewiesen worden und das sehe ich auch als meine Aufgabe hier, das zu kommunizieren. Das erste Video war vielleicht ein bisschen zu euphorisch von mir, als ich gesagt habe, Leute, alles kein Problem, es ist eine andere Firma und so. Habe es zwar auch erwähnt, aber ja, da habe ich natürlich dann viele Kommentare fangen, die da ja nicht so positiv waren, weil sie gesagt haben, hey, was, du siehst das viel zu rosig und so und ja. Aber schlussendlich hat es sich mehr oder weniger bewahrheitet und jetzt schauen wir mal, wann es weitergeht. Ja, Nebenher. Aber ja, super solche interessant. Situationen sind sehr herausfordernd, das ist schon so. Ja. Ich hätte ja nichts gesagt, wenn das jetzt schon ein Jahr gelaufen wäre, aber so kurz ist natürlich dann doppelt herausfordernd. Doppelt herausfordernd, definitiv, aber ich glaube, wie du das auch schon sagst, also sagen wir mal so, Crypto.com hat 11 Millionen US-Dollar nur für den Namen Crypto.com ausgegeben. Krypto, Ja, die nicht haben. gewusst. Ja, die bauen einen komplett eigenen DLT und zwar nicht für, ich sag mal, direkt die Einzelpersonen, sondern vor allem für die Unternehmen, dass die schnelle Austausch machen können. Also die greifen gerade wirklich enorm den Markt an. Ich habe auch wirklich den Eindruck, die wollen Binance den Rang ablaufen. Und ganz ehrlich, da steckt so viel Marketing, Geld und Professionalität hinter diesem Unternehmen, dass ich nicht glaube, dass diese Wirecard-Aktion Crypto.com langfristig schaden wird. Kurzfristig klar, durch die Ja. Aktion, aber langfristig glaube ich, wird das ein Schluckauf in der Unternehmensgeschichte sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also klar, ist auch nur ein Gefühl von mir, aber von dem, was ich so gesehen habe, weil ich war am Anfang auch mega skeptisch denen gegenüber und wir haben es im gesamten Team, also sind ja bei uns mittlerweile 6 Leute, im gesamten Okay. Team reviewed und da auch in der Szene rumgefragt, auch bei Businesspartnern und so. Und wir haben klar, viele haben gesagt, klar, aggressives Marketing mit Dingen, die sonst nur ein Scam machen kann. Ja. Ja, so Ja. 50% Bitcoin-Discount, so. Passt, ja. Ja, aber es ist einfach so, da steckt das Geld, die haben sehr viel Investoren dahinter und die machen das, weil die nach vorne wollen. Die wollen die Nummer 1 sein. Und da darf man einfach diesen Vorfall jetzt vielleicht klar kritisch sehen, aber auch nicht zu überbewerten, glaube ich, Ja, vom genau. Gefühl. Ja. Ich meine, gerade im Marketing, das sind viele große Firmen, die geben praktisch 50% vom Budget nur für Marketing aus. Und wenn du das natürlich so reinsteckst, dass du sagst, ja, irgendeinen YouTubern schaue ich da, dass sie über mich sprechen, dann schaue ich, dass ich vor allem den Kunden viel zurückgebe, eben mit Benefits, wo viele vielleicht sagen, das kann gar nicht sein, da läuft doch was schief, wie machen die das? Wo ich sage, ja, schaut mal, was andere Firmen für Marketing ausgeben, das ist das Geld, das kommt von da. Richtig, Und ja. ja, ich meine, ich finde das die beste Lösung, weil du gibst das Marketinggeld direkt dem Kunden. Also, finde ich brillant, finde ich genial. Ich sehe das immer bei GTA 5. GTA 5 kommt mittlerweile, wenn die PlayStation 5 jetzt kommt, kommt GTA 5 nochmal für die Konsole. Das ist das erste Spiel, was über drei Konsolen eine Portierung bekommt. Über drei Konsolen. GTA 5 hat Gesamtkosten, ich glaube damals 550 Millionen oder so gehabt. Und Boah. Marketing waren 280 Millionen davon. Ja, eben. Mehr als die Hälfte. Und das muss man Ja. sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dieser Mega-Erfolg nicht allein durch die Entwicklung kam, sondern vor allem durchs Marketing. Ja, und ja, es ist einfach krass, ne? Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Also nur weil du ein super Produkt hast, das Beste, was es gibt auf dem Markt, aber du erzählst es niemandem, kannst du es sein lassen. Das wird nie was. Also, und genau das ist es. Ja.
Marketing ist das A und O. Und ich Gut. glaube eben auch, dass Krypto kommt, macht ja wirklich links und rechts die Schleusen auf. Also einige sagen ja auch wahrscheinlich zu Recht, die reißen alles an sich. Aber ja, wieso nicht? Ich meine, wenn du eine Firma bist und was erreichen willst, dann machst du so viel wie geht. Und das machen sie. Und eins muss man denen auch zugute halten, die machen das auch alles regulatorisch extrem sauber Richtig. im Vergleich zu Binance. Also da muss eine Alternative kommen. Und ja, das muss man so sauber aufziehen, wie sie es tun. Also ich sehe das, was sie tun, sehr, sehr positiv, definitiv. Ja, das ist ja auch, das war ja auch immer die Frage, weshalb wir in der Schweiz nicht vom Lending oder so profitieren können. Also beispielsweise indirekte Staking, wenn du irgendwelche Kryptos in der Crypto.com abliegen hast, bekommst du ja in Deutschland, bekommst du ja da was, sag mal Zinsen dazu, und in der Schweiz ja nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist regulatorisch, das ist nicht sauber, wenn sie das machen. Das heißt ja, aber andere können ja das auch. Ja, merkt ihr was? Können und dürfen ist nicht dasselbe. Ja. Ja, genau. Schauen wir dann, wer da länger auf dem Markt bleibt. Wahrscheinlich die, die eben dürfen. Ich gehe davon aus, ja. Ziemlich sicher. Ja, genau. Super. Patrick, wir haben eine Stunde voll, länger Oh als ja. Ja. erwartet. Ich bedanke mich für dein Dabeisein im Interview. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und vor Ja, allem deine danke dir. Antworten. Ich würde das gerne in Zukunft wiederholen, würde ich mich sehr darüber freuen. Müssen wir machen, unbedingt. Ja, Ja. super. Ich würde sagen, damit an euch da draußen, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaut auch auf dem Kanal von Patrick dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo der erste, zweite Teil ist, wo ihr gerade schaut, aber schaut auch beim Patrick mal vorbei. Und ja, genau, dann lasst mal ein Abo da. Und in Zukunft werden wir mal wieder sprechen, wenn ihr Themenwünsche habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, und damit wären wir durch für heute. Macht's gut, Leute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss.